Das ist Kane, der Schatten des Todes. Kane ist nicht allein, denn seine Sense ist von einem Düsteren namens Rust besessen. Wenn Kane die Kluft betritt, muss er mit Rust um die Kontrolle ringen und am Ende fällt einer dem anderen zum Opfer. Du entscheidest, wer siegt. Willkommen zum Champion Spotlight mit Kane. Kanes Passiv heißt Kriegssense der Düsteren. Im Laufe des Spiels verwandelt sich Kane entweder in den Schattenassassin oder den Düsteren. Wenn Kane siegen soll, muss er Fernkampf-Champions Schaden zufügen und zum Schattenassassin werden. Der Kampf gegen Nahkampf-Champions stärkt hingegen Rust, der dadurch die Kontrolle von Kanes Körper übernehmen kann und zum Düsteren wird. Sobald einer gewonnen hat, kannst du in der Basis deine finale Form annehmen. Durch diesen Prozess werden die meisten deiner Fähigkeiten verstärkt und das Passiv-Kriegssense der Düsteren je nach der Form durch ein völlig neues ersetzt. Der Assassine verursacht während der ersten paar Sekunden eines Kampfes mit Champions zusätzlichen Schaden, während der Düstere sich um einen Teil des verursachten Zauberschadens an Champions heilt. Unabhängig davon, wer siegt, kannst du stattdessen nach einigen Minuten auch den Verlierer wählen. Kanes Q ist Sensenwirbel. Kane springt nach vorn und wirbelt seine Sense herum. Sowohl Sprung als auch Schlag verletzen alle getroffenen Gegner. Diese Fähigkeit fügt Monstern zusätzlichen Schaden zu. Wenn Rust gewinnt, verursacht Sensenwirbel außer an Vasallen zusätzlichen prozentualen Schaden abhängig vom Leben. Kanes W ist Klingenschlag. Kane schlägt gerade nach vorne, verursacht dabei Schaden und verlangsamt Gegner. Als Schattenassassine ist die Reichweite erhöht und ein lebender Schatten führt den Angriff aus, was Kane mehr Bewegungsfreiheit gewährt. Als Düsterer schleudert Klingenschlag die Gegner in die Luft. Dank seines E's Schattenschritt erhält Kane kurzzeitig erhöhtes Lauftempo und kann sich einige Augenblicke durch Terrain bewegen. Wenn er das erste Mal eine Mauer betritt, wird er geheilt und die Dauer von Schattenschritt wird verlängert. Die Dauer wird allerdings nicht verlängert, wenn Kane sich im Kampf mit Champions befindet. Wenn er als Schattenassassine Schattenschritt aktiviert, erhält er Lauftempo und ist gegen Verlangsamung immun. Ich bin überall. Wenn Kane Terrain unsicher macht, werden gegnerische Champions in der Nähe gewarnt. Da Schattenschritt nur kurz anhält, solltest du in der Nähe einer Mauer sein, um durch sie hindurchgleiten zu können und um die Dauer auch wirklich zu verlängern. Wenn du mit Kane deine Gangs planst, stehen dir mit Schattenschritt viele kreative und hinterhältige Wege durch den Dschungel offen. Durch Kanes Augen sieht die Karte ganz anders aus und es ist wichtig, dass man lernt, umzudenken. Nicht einmal die Kluft ist groß genug, um den Schatten des Todes aufzuhalten. Kanes Ult ist finstere Heimsuchung. Kane befällt einen gegnerischen Champion, dem er Schaden zugefügt hat. Als blinder Passagier kann Kane nicht anvisiert werden und sein Opfer frühzeitig verlassen. Wenn er den Wirt verlässt, fügt er seinem Ziel massiven Schaden zu. Als Schattenassassine ist die Wirkungsreichweite erhöht und der Schaden seines Passivs wird zurückgesetzt. Als Düsterer verursachst du Schaden abhängig vom maximalen Leben und Kane wird um einen Teil des maximalen Lebens seines Ziels geheilt. Ideal, um sich am Tankbuffet zu bedienen. Wenn du einen Gegner heimsuchst, wirst du zum Geisterbeifahrer und kannst dich überraschen lassen, wo die Reise euch hinführt. Und dann aktivierst du den Schleudersitz. Selbst Zed wäre beeindruckt. Unabhängig davon, welche Form zuerst verfügbar ist, solltest du dir überlegen, welche der beiden Rollen für dein Team im späteren Spiel am nützlichsten ist. Haben die Gegner viele Weichziele, die du platt machen kannst? Wenn ja, Assassine. Falls aber Schläger auf dich warten und dein Team wenig Massenkontrolle hat, wähle lieber den Düsteren. Kane ist der einzige Champion in League, der mitten im Spiel seine Rolle wechseln kann. Wähle weise. Der Schattenassassine kann gut flankieren und sich Ziele mit hoher Priorität aus dem Hinterhalt vornehmen. Starte mit Klingenschlag, stürze dich dann mit Sensenwirbel auf sie und weiche ihren Fähigkeiten mit deinem Ult aus. Es gab die Gelegenheit zur Flucht. Du hast sie verpasst. Der Düstere ist unglaublich stark im Kampf gegen Assassinen.
Durch sein hohes Regenerationsvermögen und seine Massenkontrolle ist der Dämon nur schwer zu töten. In brenzligen Situationen kannst du dich mit einer Heimsuchung heilen, deine Verfolger dann hochschleudern und durch eine Wand entkommen. Bewaffnet und bereit! Danke, dass du dir das Spotlight mit Kane angesehen hast. Klick auf die Links oder ich komm dich holen. Ja!